Die Helmholtz-Gemeinschaft hat einen neuen Präsidenten, Professor Dr. Ottmar Wiestler. Seit dem 1. September 2015 steht der 58-jährige Wissenschaftler an der Spitze der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Der promovierte Mediziner forschte an renommierten in- und ausländischen Forschungseinrichtungen. Neben seiner Arbeit in der Forschung übernahm er schon früh Managementaufgaben. Viele Jahre war er Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums und Leiter des Deutschen Hirntumorreferenzzentrums. Von 2007 bis 2012 war er Vizepräsident für Gesundheit im Präsidium der Helmholtz-Gemeinschaft. Ist es für Sie eigentlich ein schwieriger Abschied, auch aus der Forschung, der jetzt mit dem Schritt zum Präsidenten verbunden ist? Als Helmholtz-Präsident kann man selbst nicht mehr Wissenschaft machen, aber man kann sich ständig aktiv darum bemühen, den besten Überblick über die Gemeinschaft zu haben. Und das werde ich intensiv tun. Deshalb werde ich zunächst mal alle Zentren besuchen in den ersten 3 Monaten. Und ich werde sie später auch regelmäßig weiter besuchen. Denn ich glaube, man kann vor Ort am besten spüren, was sind die interessanten Entwicklungen, was ist besonders faszinierend, wo sind Stärken und Schwächen und vor allem, wo sind die brillanten Köpfe. Sie sind Krebsforscher. Heißt das jetzt, dass Gesundheitsforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft eine noch größere Rolle spielen wird als bislang? Nein, die Helmholtz-Gemeinschaft beforscht ja 6 große Forschungsbereiche. Davon ist die Gesundheitsforschung einer. Und ich bin überzeugt, dass meine Kollegen aus den anderen Forschungsbereichen darauf achten werden, dass die Gesundheitsforschung nicht zu groß wird. Allerdings glaube ich, dass es in der Gesundheitsforschung viele Entwicklungen gegeben hat in den letzten Jahren, die wir auch auf andere Forschungsbereiche übertragen könnten. Alle Zentren der Gesundheitsforschung haben sich ein klares Profil gegeben, eine Volkskrankheit. Gesundheitsforschung hat sehr intensiv darüber nachgedacht, wie vernetzen wir uns mit den stärksten Partnern am Ort, regional, bundesweit, mit den deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. Und die Gesundheitsforschung hat auch interessante Erfahrungen gesammelt in der Zusammenarbeit mit Unternehmen für Public-Private Partnership. Und ich glaube, da steckt einiges drin, was wir auf andere Bereiche übertragen können. Was macht Helmholtz für Sie aus im Verhältnis auch vielleicht zu anderen Forschungsorganisationen? Was ist das Besondere an Helmholtz? Also für mich ist Helmholtz die Organisation, die aufgrund der Größe, der Interdisziplinarität und auch der Stärke ihrer 18 Zentren im Grunde auf bestimmten großen Forschungsfeldern einen kompletten Innovationskreislauf abbilden kann. Wir haben exzellente Grundlagenforschung, nicht umsonst werden auch bei uns Nobelpreise gewonnen, aber wir hören mit der Grundlagenforschung nicht auf. Wenn immer möglich, versuchen wir, Forschungsergebnisse aufzugreifen, sie in Forschung und Entwicklung weiter voranzutreiben und bis zur Anwendung zu kommen. Und ich glaube, diesen Innovationskreislauf in der Forschung kann keine Organisation so gut abbilden wie Helmholtz. So würde ich uns gerne für die Zukunft positionieren und definieren. Wo sehen Sie persönlich die größten Herausforderungen, die die Helmholtz-Gemeinschaft in den nächsten Jahren beackern muss? Es gibt sicher einige Themen, wo wir uns besser aufstellen müssen. Ich persönlich glaube, dass wir viel mehr tun können in der Energieforschung. Wir leben in einem Land, was eine Energiewende ausgerufen hat. Da scheint mir ein Fenster offen zu sein. Ich würde gerne Helmholtz als die Organisation positionieren, die noch viel aktiver Innovationen in der Energieforschung treibt. Was Ähnliches gilt für die Informationstechnologien. Auch das ist ja eine Revolution, die unsere ganze Gesellschaft erfasst. Auch da braucht es neue Forschungsansätze. Ich würde mir wünschen, dass wir als Helmholtz-Gemeinschaft die Organisation sind, die vor allem völlig neue Möglichkeiten der Informationstechnologie für Forschung und Entwicklung anbietet, entwickelt und umsetzt. Welches Verhältnis hat Helmholtz zur Politik? Also ich glaube, Helmholtz hat ein ganz besonders enges Verhältnis zur Politik. Wir sind die Organisation, von der die Politik erwartet, dass wir gemeinsam mit ihr einige der großen Forschungsthemen langfristig angehen. Und beide Seiten müssen was dafür tun. Wir müssen liefern, was wir gemeinsam mit der Politik festlegen. Und von der Politik erhoffen wir uns natürlich, dass sie Helmholtz weiter nachhaltig, langfristig unterstützt. Was sagen Sie Kritikern, die davor warnen, dass die Industrie zu viel Einfluss auf die Wissenschaft bekommt? Also das sehe ich aus meiner eigenen
Erfahrung als Gesundheitsforscher ganz klar so, dass wir noch intensiver mit der Wirtschaft zusammenarbeiten sollten. Denn wenn wir das ernst meinen, mit diesem Anspruch, die Organisation zu sein, die immer wieder eine ganze Innovationskette abbilden kann, dann brauchen wir auch Partner auf der Anwendungsseite. Und ich meine damit neue Partnerschaften. Wir machen keine Auftragsforschung, vergütet von der Industrie. Daran haben wir kein Interesse. Wir möchten echte Entwicklungspartnerschaften, wo ein Helmholtz-Zentrum und ein Partner aus der Industrie sich auf einem Gebiet, wo sie exzellent zusammenpassen, früh treffen, gemeinsam immer wieder interessante Forschungsergebnisse abgreifen, sicherstellen, dass der Technologietransfer funktioniert und dann solche Forschungsergebnisse gemeinsam bis zur Anwendung weiter vorantreiben. Was sind Ihres Erachtens die größten Herausforderungen für die deutsche Wissenschaft in den nächsten 2-3 Jahren, die auf uns zukommen? Also ich glaube, die größte Herausforderung, die auf uns zukommt, ist sicher, konsequent weiter fortzufahren in dieser Interaktion zwischen verschiedenen Partnern des Wissenschaftssystems. Die Universitäten sind nach wie vor in einer schwierigen Lage. Ich bin der Auffassung, die brauchen stärkere langfristige Unterstützung. Dazu wird es nicht ausreichen, dass sozusagen der Bund jetzt einfach mehr Geld gibt, sondern mit Unterstützung meine ich auch, wir müssen Angebote machen, wie können wir unsere Partnerschaften mit den Universitäten noch weiter ausbauen. Es gibt kaum eine Organisation, die so viel investiert hat in Interaktionen mit Hochschulen wie die Helmholtz-Gemeinschaft. Jetzt ist die Chance, das noch weiter voranzutreiben mit unseren eigenen Instrumenten, mit der Exzellenzinitiative, mit der Grundgesetzänderung, die ja gerade stattgefunden hat. Ich glaube, die Chance müssen wir nutzen. Das andere große Thema dieses Jahr ist Nachwuchs, ja. Förderung des Nachwuchs, Zeitverträge. Gibt es zu viele Zeitverträge im deutschen Wissenschaftssystem? Also für mich ist nicht so entscheidend diese Frage Befristung oder Entfristung. Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Positionen von Wissenschaftlern nicht zu früh entfristet werden sollten. Das zementiert das System nämlich. Wenn Sie mal nach Frankreich zum Beispiel schauen, zum Vergleich. Einer der großen Vorteile des deutschen Systems ist, dass es durchlässig ist und flexibel bleibt. Was wir dagegen tun müssen, wir müssen jungen Menschen sehr viel bessere Perspektiven geben. Wir müssen helfen, in jedem Stadium der Entwicklung einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers klar festzulegen, ich möchte dieses Ziel erreichen in dieser Etappe, dafür brauche ich diese Unterstützung und der nächste Schritt ist dieser. Das heißt, jeder Doktorand braucht selbstverständlich einen 4-Jahres-Vertrag, der festgelegt ist. Er braucht aber auch ein gutes Betreuungspaket, er braucht einen Mentor, er braucht jemanden, der ihm hilft, seine Laufbahn weiterzuentwickeln. Aber darum geht es. Es geht nicht darum, welcher Prozentsatz der Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler früh Entfristungsverträge bekommt. Womit wir aufräumen sollten, sind diese Kurzverträge. Jemand, der immer wieder für 3 Monate verlängert wird, das ist unwürdig und muss abgestellt werden. Was heißt das für Sie persönlich, jetzt von Heidelberg nach Berlin zu gehen? Sie müssen ja umziehen zum Beispiel. Ist das für Sie ein Aufbruch in die Großstadt jetzt? Also persönlich heißt es zunächst mal eine neue berufliche Herausforderung suchen. Ich habe eher in meinem Leben immer nach spätestens 10 Jahren gewechselt. Habe ich auch in Heidelberg immer gesagt, es wird nicht meine Endstation sein. Also für mich und meine Familie ist das sicher einer der spannendsten Wechsel überhaupt. Das Lebensumfeld komplett zu ändern und jetzt diese Stadt Berlin auf uns einwirken zu lassen. Ich habe ja eine große Familie mit meiner Frau, wie bekannt. Wir haben 6 Kinder. Und darüber freuen wir uns auch sehr. Das wird sicher für die ganze Familie eine interessante Lebenserfahrung. Und das wird ein großer Wechsel sein. Eine letzte Frage. Wenn Sie in 10 Jahren, 5 Jahren eventuell, aber vielleicht auch in 10 Jahren, dann auf Ihre Präsidentschaft zurückblicken, was sollen die Leute über Otmar de Wiesler sagen als Helmholtz-Präsident dann? Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn die Leute sagen, er hat diese Gemeinschaft wirklich markant weiterentwickelt. Er hat es geschafft, die Zentren alle mitzunehmen in dieser Entwicklung. Und Helmholtz sieht heute etwas anders aus als vor 10 Jahren. Herzlichen Dank.